Ja, aber ich weiß immer noch nicht. Tja. Was wollt ich will mir dann einen Ross suchen, den ich anbete, den ich gleich grüßen kann. Der Preis ist langweilig. Rondra. Ja, die zwei kenne ich. Danke. Unser Rascha. Ich wollte nicht so off-Kamera jetzt machen. Jetzt geht's schon wieder weiter. Okay. Kann ich schon würfeln? Und auf was muss ich würfeln? Bei über Holzverarbeitung. Ja. Flughölzen wird das jetzt besser. Richtig. Kann ich mir das mal anschauen? Ja. Das oberste aber. Nicht so teuer. 20. 1 Pitch? Das wäre eine gute Klinge. 20. Das geht sich aus. Das ist jetzt das Körperkraft und da vergleiche ich mit meinem Holzverarbeitung. Habe ich 4 Punkte. Okay. Jetzt so vielleicht das jetzt. Ich brauche noch ewig lang, weil ich so schwach bin. Messer brauchst du, ne? Messer und eine Speerspitze. Und eine Speerspitze. Also muss ich beides würfeln? Ja, mehrere Knochen. Ja, der Bauch kommt. Also, was möchtest du denn zuerst machen? Muss ich gucken. Könnt ihr ein Messer verkaufen? Hab noch eins. Na, das Messer. Mach ich zuerst. Okay, du stellst dir also ein super scharfes Messer her. Aus Knochen? Aus Knochen. Yay. Nur die Klinge. Also nur die Knochen. Ja. Also kein Schaden. Das Messer ist kein Griff. Kein Schaden. Also ein bisschen so. Kann man aber schon halten, aber ja. Trotzdem. Ja. Also nur so für Kochen und so ist nicht. Fieron ist auch ein Gott, oder? Genau. Soll ich nochmal für das andere auch? Ja. Okay. Achso, ja. Stimmt, die Klinge. Ja. Das ist cool. Hast du was? Hab ich noch 4. Okay. Hast du noch 4 zum Ausgleichen? Mhm. Nein, 3. Ich habe nur 4 generell. Okay. Und noch eine Speerspitze. Genau. Was? Weißt du, wer 4 rum für den Kopf hat? Kuckus. Ich habe keinen Empfang. Wow, jetzt müssen wir wieder piepsen hier. Achso. Oh. David. Also nein, wir haben unsere Zeichenlehrerin alles bei uns. Mit der wir geredet haben. Stundenlang. Ja, ist egal. Ja, schön. Okay. Wie lange habe ich jetzt schon gewartet auf die Beten? So lange, dass er fertig geworden ist. Doch, sehr ja. Schön. Sehr schön. Sie. Habe ich doch gesagt. Ja. Dass er fertig sehr geworden ist. Dass er fertig geworden ist. Egal. Ja, okay. Also, ich gehe jetzt hin. Ich gehe mit. Und sage. Den Zwölfen zum Gruße. Den Zwölfen zu Gruße, genau. Zum Gruße. Wie alt ist die Dame? Mitte 40. Okay. Die Wurst. Du siehst du nicht damit. Wie lange sind sie denn schon? Nein, keine Ahnung. Wem ist denn diese Kirche geweiht? Das ist eine Kapelle erbaut für Rondra. Weil du sonst niemanden kennst. Nee, das ist. Sagst du es der Priesterin? Das ist überraschend. Ich hätte in der Hauptstadt zumindest eine Trajuskirche erwartet, aber Rondra finde ich auch cool. Nice! Lass mal High-Five gehen. Also möchtest du erstmal, ich habe jetzt hier gerade die Götter. Ja, bitte. Okay. Also es gibt Praios, den Gott der Sonne, ja. Rondra, Göttin des Kampfes, ja. Effert, Gott des Meeres, ja. Travia, Göttin der Gastfreundschaft, ja. Boron, Gott des Todes, ja. Hesinde, Göttin der Wissenschaft, Jurun, Gott des Winters, Isa, ja. Göttin der Fruchtbarkeit, Fex, Gott der Liebe, Herein, Göttin des Ackerbaus, Ingerin, ja. Gott der Schmiede und Raja, Göttin der geschlechtlichen Liebe. Das ist hinter von meinem Kopf. Ja, okay. Ich bin auch ganz. Hallo? Du redest mit der Priesterin. Ja, das so weit war ich auch schon. Wie viele Waffen haben die? Sind Sie schon lange Priesterin hier? Schon so ziemlich mein ganzes Leben, ja. Doch, das heißt, man bekommt da sicher auch einiges mit, oder? Naja, wenn ich gerade nicht in Gebet versunken bin. Ja, das ist natürlich auch. Ja, da kriegt man sich auch genug mit. Das ist schon gut so. Kennen Sie sich auch mit magischen Sachen aus? Wow! Wir hatten lange Zeit ein magisches Amulett in unserer Kirche, das wurde aber vor einiger Zeit, vor mehreren Jahren gestohlen.
Also wir haben hier keine magischen Sachen, also nichts mehr mit Magie zu tun. Und bei einem Elfen. Ich habe aber auch Gerüchte gehört, dass es ein paar vereinzelte Magier in dieser Stadt leben. Das kann gut was sein. Dran, aber sie wissen nichts Genaueres. Okay, gar niemanden von denen. Nein. Das ist natürlich schade. Was würden Sie sagen, ist der beste Ort, um sowas zu erfragen? Naja, mit Magie haben wir hier generell nicht so viel zu tun. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden. Kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Dann danke ich Ihnen und würde gerne noch was an die Kirche spenden. Sehr gerne. Hey, und zwar... Es ist Rondo. So. Dann sind wir voller Geld dort her. Den 12 ist schon Dank. Also um 10 nach 5 muss ich noch mal kurz weg. Okay. Deine Mutter holen. Okay. Gut. Dude! Ja, du! Ja, und ich stacke mir. Wobei ich mich nochmal von dem Altar geht. Die Klappe raus. So. Und wenn ich draußen bin, setze ich mir eine Kapuze wieder auf. Ich habe mich gerade kurz wieder briefen, was los war. Ich habe mit dir geredet. Okay. Und sie hat keinen Plan. Aber es hat vor das mehrere... Das macht ja noch Absicht. Und er sagt, wir sollen weiterkommen. Ich weiß schon, warum die nicht aus der Lichtung raus sind. Und da gab es mal einen... Naja, kann ich können wir auf der Lichtung in der Richtung gehen? Ja, ich weiß das nicht. Er wird das gehört haben, oder? Ja. Ich bin oder ja. Okay. Und das haben wir jetzt aber vor mehreren Jahren gestohlen worden. Sie hatten ein magisches Amulett in der Kirche. Weil Reliktus, ich weiß nicht, was okay. Darum. Und seitdem, und sie meint aber auch, dass die Stadt nichts mit Magie am Hut hat. Finde ich persönlich schon mal gut. Das war persönlich ist auch halt immer so, da weiß keiner wo, wirklich, worauf er sich einlässt. Und ich bin wieder Richtung raus. Okay. Ich bin raus. Dann, gut, dann gehe ich auch mal Richtung raus. Ich schaue herum, ob es gibt irgendwo Bäume in der Nähe. Vielleicht sind mitten in der Stadt bist du nicht, nein. Nein, schade. Man kann immer fragen. Wolltest du den Feld und dann da so schnitzen? Ja. Also nicht Feld, aber ich wollte den Ast zumindest, dass ich mir Speer abmachen kann. Muss ein toller, unglaublich toller Ast sein, wenn er in der Stadt rumliegt. Ja. Der richtige Ast zum Waffen zumindest. Den verkaufe ich dann natürlich. Ah ja. Und ich gehe, verkaufe ihn natürlich und du kaufst ihn dann. Also ich würde gerne zum Wirt gehen, also im gleichen Wirt wie der. Ja. Und den mal fragen, ob er unbedingt, ob er zufällig einen Hasen haben will. Wie spät ist es? Jetzt ist es... Nein. Okay. Am Mittag, oder? Mittags, in genau. Ja. Gehe ich da auch in die Richtung der Taverne. Okay. Dann später noch mal. Na, ich gehe wieder aus der Stadt raus. Warum warst du überhaupt mit? Sagst du? Ja, du bist mitgekommen. Ich wollte. Ja, weil wir sind jetzt aus der Stadt. Also, du gehst zum Wirt? Ja, bin ich beim Wirt? Ja. Sehr schön. Natürlich warst du nur das Fan. Den 12 zum Großteil, mein Herr. Gruß. Ich hab. Nein, hab ich nicht mitbekommen. Ich sitze noch beim Wirt, oder? Wenn du möchtest. Trinke mein Bier. Ja. Kein Bier für vier. Bieten Sie auch Speisen an? Aber sicher. Okay. Frage, ich sag, Frage ihn, wo uns den Hasen zubereiten kann. Ja, ist ja wieder Dienstleistung. Ich sag das. Okay. Oh. Das war das jetzt. War ja jetzt wurscht. wurscht was? Ich dachte, das war ein Hase. Können Sie der Koch oder kocht Ihre Frau oder Ihre Tochter oder wer kocht hier? Meine Frau kocht. Ihre Frau kocht. Richtig. Ich nehme an, die kann gut kochen. Aber sicher doch. Okay. Okay. ich habe hier einen. Ich bin Jäger von so. Ich habe hier einen Hasen gefangen. Und wollte fragen, ob Sie uns den zubereiten könnten. Gegen wir gerne ein tun. Kleines Entgelt. Oder gerne. Auch keines. keine Ahnung. Würde ich. Mache ich ihn gerne für 3 Heller. 3 Heller? Richtig. Das ist ja ein. Ich lege ihm 3 Heller auf den Tisch. Das ist nein, warte.
Ich frage zuerst, wie viel ein Bier kostet. 10 Heller. Noch immer. Aber ist ja echt gut. Also Bier kostet zwar teuer, aber 3 Heller ist echt nice. Ja, das schon. Toll von der Leistung. Dann lege ich ihm 3 Heller. Ja, ich habe hier ein Messer, möchten Sie das vielleicht kaufen? Dann könnten Sie das nächste Mal Ihren Hasen selber zubereiten. Das riecht nach 11, das sowas nehme ich nicht. Ich lege ihm 23 Heller auf den Tisch. Ja. Sag 2 Bier zu dem Hasen bitte. Und bringen Sie das dann bitte alles in unseren Tisch. Und machen mich. Ist der Ecktisch frei? Ja. Da setze ich mich wieder. Stammtisch. Okay, und ich gebe den Hasen unten. Wird erledigt. Ich geb dem Wirt den Hasen. Ja. So, warte. Kannst du ein bisschen Hasen wegwaschen? 23 Kilo, das heißt, du verlierst also 3 Silbertaler. Hast du es mir zu Hause gewinnen? Ich bin, wenn ich außerhalb der Stadt bin, schaue ich wegen Essen. Dann bin ich mir ein Speer. Was ist das zum Essen? Kann ich einen finden? Also, wie gesagt, der Wald ist ein Stück entfernt. Ne? Ja, ich gehe hin. Eine Stunde ungefähr. Geh trotzdem hin. Du könntest auch zu den Burschen gehen. Aber sind die fähig genug für eine gute Speer? Fähig. Kommt drauf an, wie du würfelst. Ist beim Baum oder so. Liegt das zwischen dem Wald, die Büsche, oder ist das woanders hin? Also, wie gesagt, Andergast ist von Wald umgeben, aber da ist halt Wiese drin. Ja, schon klar, aber wenn ich jetzt einmal Richtung Wald gehe, komme ich dazwischen vielleicht zu Büschen. Dann probiere ich das einmal. Oh, ich einen Busch. Das Ding kommt, was soll ich würfeln? Oder auf was würfeln? Würfel einmal. Ich glaube nicht, dass die Busch gut ist. Ich gehe weiter. Die Büsche sind sehr ungeeignet. Verdammt, gehe ich weiter zum Wald. Ich hoffe mal, dass nicht der ganze Wald ungeeignet ist. Dieser Wald ist ja. Ich gehe da mal, ne? Jo. Ja. Tschüss. Tschüss. Morgen, bis morgen dann, ne? Ja. Mal schön. Ja. Ja, du musst nicht mitgehen. Ich trinke nur Essen. Mhm. Wow. Essen. Der Wirt bringt euch das. Ja, es ist Essen. Gut gebratenes. Nicht die Tochter von dir? Was? Warum nicht? ein gut gebratener Hase und er legt dir das Fell. Oh, das Fell auch noch. Genau. Ich danke dir. Ist eine Beilage dabei? Gut. Wenn nicht, dann zack. Ja, naja. Naja, es hat eine Soße dabei. Hat okay. Okay, ist ja noch voll gut. Ja. Essen, trinken. Okay, ich beginne auch zu essen. Okay. Kennt ihr dieses Gefühl, ihr werdet von jemandem angerufen, wollt zurückrufen und es ist besetzt? Ja. Okay. Meistens nimm mich auf. Ist das nur? Ja, irgendwie das war ganz komisch. 2 Lasern noch übrig. Was habe ich verpasst? Sie haben Essen bekommen. Hasen gegessen. Ja. Was möchtest du tun? Ich gehe raus aus dem Gasthaus. Und suche nach Gardisten. Okay. Finde ich welche. Am Marktplatz tummeln sich Gardisten, ja. Jawohl. Ich gehe zu Entschuldigung, ich bin gesucht. Hallo. Haben wir uns ja falsch angeboten. Ich gehe zu. Sehe ich Gardisten, die ziemlich dumm aussehen. Also so von der Klugheit nicht sehr hoch. Das ist also was Dummheit. Würfel bitte einmal. Ja, um die Punkte. Nein. Auf was würfelt man da? Auf Menschenkenntnis? Du siehst gar nichts. Das ist sogar gut. Du kannst aber nicht unbedingt mehr einschätzen, wie die so. Die Gardisten, die Bier trinken übrigens. Ja. Die Gardisten, die halten Wache und es gibt welche, die aus dem Wirtshaus rauskommen. Trockeln? Nee. Okay. Normalerweise richtet nicht nach. Achso, oder wenn es hat gerade gegessen. Ich gehe trotzdem zu den Gardisten, die aus dem Wirtshaus rauskommen. Okay. Wir dürfen zu Grüße, meine Herren. Zu schon viel gesammelt heutzutage unterwegs, oder? Kann man wohl sagen. Ja, schon schrecklich, ne? Was würden Sie zu 2 Wurfdolchen sagen? Wir werden. Schauen Sie sich das an, ja? Beste
Andergaster Ware, ja. Tut mir leid, wir werden von der Stadt ausgerüstet. Ja, aber für persönliches Interesse. Nein, danke. Nicht? Nein. Sicher? Sehr sicher. Das kann sein. Ja, okay. Jetzt sind wir auch sicher. Ich geh zu den anderen Gardisten. Komm mal. Den 12 zu Gruße, mein Herr. Den 12 zu Gruße. Schon viel Gesindel unterwegs, oder? Kann man wohl sagen. Ja, die ganzen Mittelländer und die Sandmenschen, ne? Du bist ein halb Mittelländer. Da braucht man schon Waffen, um sich zu verteidigen, oder? Das ist richtig, wir sind aber auch gut ausgerüstet. Also für die Sicherheit hier ist gesorgt, keine Angst. Wollen Sie noch für noch mehr Sicherheit sorgen mit diesen zwei wunderbaren Wurfdolchen? Nein, danke schön, wir sind ausgerüstet. Okay. Das finde ich ziemlich schade. Ich gehe zum Gasthaus und setze mich neben die beiden. Alles klar. Ja, so. Hat nicht funktioniert. Du glaubst, du setzt dich das einfach ja, mal durch. Ja? Ja. Ja, ich sage nichts dazu. So, ich gehe nochmal anrufen. Ich bin fertig. Ich gehe weg. So. Ich bin im Wald und vor den Gästen. Alles klar. Ja, du findest da so ein paar Äste, die eventuell für deine Zwecke geeignet sein könnten. Ich schau trotzdem weiter, weil ich will den besten Ast haben. Der ist ein besserer Ast. Selbes Ergebnis. Ich nehme den, also ich nehme einen Ast aus dem Haufen von Ästen, der okay. da schnell liegt. Und nutze meine Holzbearbeitung, um ihn so vorzubereiten, dass ich ihn so mit meiner Speer, mit meiner Speerspitze, die ich vorher gemacht habe, dann noch zum Speer, zu einem Fisch auf Speer machen. Der muss gar nicht platt sein. Ja. Dann ich kann nicht mehr Speer umgehen. Würfel mal auf Holzverarbeitung. Natürlich. Passt zu meinem Vater, drei. Die Schärfen zu groß jetzt. Zwei, was ist drei? Normale zwei. 22. Also du schnitzt dir also einen Speerstiel, einen perfekten Speerstiel und möchtest dann nochmal eine kleine Abschlussung am Ende machen, so den letzten Rest Rinde abschälen und dann zerbricht der Stock. Verdammt, muss ich es nochmal probieren mit meinem anderen Stamm? Du musst nur mal einen Stock suchen. Ne? Ja, okay. Stock gefunden. Findest du einen fucking guter Stock? Mit was hast du auf? 11 habe ich, aber ich habe 4 zum Ausbessern. Okay, hast du jetzt noch 1? 2. Da habe ich 14. Okay. Geht sich aus. Ganz zart, Kälte. Ja, ich habe jetzt das gemacht. Dann hast du also einen relativ guten Speerstiel. Ich gehe zum Fluss. Du hast einen Speerstiel. Ja. Und eine Speerdings. Ich verbinde sie, muss ich da jetzt auch noch drauf. Ich war. Fusion! Genau. Also ich versuche sie zu verbinden. Muss das kein Kram? Muss ich da was anderes finden, oder? Ja, gibt's aber schon. Oder zwei mehr? Zählst du sowas, zählt doch als Grobschmied, würde ich sagen, oder? Also das ist zwar nicht geschmiedet, aber... Ja, okay. Warte, ich schaue schnell, was ich da habe. Also ich kann es machen zumindest. Nicht Holzarbeiten? Holzarbeiten? Ja, das wird jetzt... Der Holzarbeit ist ja fertig. Achso. Ich habe alles gewinnt, ich spreche noch Stamm. Ja, okay. Was musst du würfeln? Fingerfertigkeit, Kondition und Körperkraft. Ja! Okay, du hast also einen Fächerspeer. Ich geh zum Fluss. Du kannst dir deinen Speer auch noch aufschreiben. Nee, ich kann das ausprobieren. Sag an, was du würfelst. Das kann ich dann zu den Waffen schreiben, oder? Sag an, was du würfelst. Ich habe 3, 2 und 8 gewürfelt. 11. 11, wurscht, ich habe mein vorigen Ding, wo ich es nicht geschafft habe. Aber ich habe es geschafft, das ist das Wichtigste. Glaubst du es mir? Nächster, ich muss dich jetzt noch warten lassen. Ist okay, es reicht mir, dass ich den Speer und habe zum Fluss einfach rein. Da habe ich meinen Inhalt abgebessen, den Speer aufgesunken. Ich gehe zum Wirt hin und frage ihn, ob ein Bett in dem Gemeinschaftsraum auch über Tags was kostet. Ich mache es in der Freie bis am Abend. Können Sie sich gerne hinlegen, zum Beispiel? Ich lege mich da hin, aber versuche nicht zu schlafen. Okay. Wo bin ich jetzt gerade? So, Position? Du hast mit ihm gegessen. Und er ist ich bin einfach weggegangen. Ja, ja. Ich bin gesättigt. Ich gehe nochmal zum Wirt
und frage, ob man, ob es was kostet, die Feldflasche aufzufüllen mit Wasser. Nein. Okay, dann tue ich das. Schon hier, bitte am Vorabend auch schon gemacht, oder? Glaubt es? Das war ja, also ja. Sie ja, nein, aber nicht. Nein, stimmt. Wurscht. Ich. Das Thema. Gut, was mache ich jetzt? Wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte das gemacht. Ja, du hast das gemacht, weil du es mit dem Bier nicht mehr nutzt. Okay. Ich gehe nach draußen. Mhm. Und gehe mal zu einer Wache. Okay. Und frag die Wache. Ja, frag die Wache, ob es hier irgendwelche für so Durchreisende, ob es hier irgendwie sowas gibt, wo man sich amüsieren kann. Jetzt nicht. Jetzt kein Bordell, aber einfach. Und wenn sowas haben, aber keine Kirche, dann kannst du nicht klagen. Für sowas haben, habt ihr doch die. Ja, die Trotteln, was ich da kann. Also, ob es tourismusmäßig irgendwas gibt. Also Sie können sich da unsere Kapelle anschauen. Ja, da war ich schon. Können ja. Sie sich auf unserem Marktplatz umschauen. Da war ich auch schon. Aber es ist ja Hauptstadt, da wird es ja nicht nur so. Kapelle und am Marktplatz gehen. Die Taverne ist auch immer sehr viel. Ja, da war ich auch schon. Die Taverne gibt es jetzt sehr viele. Das ist richtig. Ja. Gibt es irgendeine Herausstellung? Du hasst mich. Also irgendwas, wo es mehr als nur Essen und Trinken gibt. An was denken Sie denn? Schlechten Deutschland. Irgendwas, was und dann was, was halt heraussticht. Irgendwas, was es nur dort gibt. Nee. Das ist unsere Stadt nicht. Mit Verlaub, ist eine Scheißstadt. Das ist die Hauptstadt, also ich pack's nur nicht. Ich glaube. Sie können sich natürlich auch den Palast von unserem König anschauen, beziehungsweise die Burg. Kann man da rein? Das wollte ich gerade sagen, Sie können sie sich von außen anschauen. Der König darf natürlich nicht gestört werden. Natürlich. Natürlich. Sonst noch irgendwas? Naja, ich weiß ja nicht, wo Sie so Lust drauf haben. Ja, ich gut, dann mach ich mal einfach auf mich auf zum Palast. Gut. Wie weit ist das weg? Fußmarsch, genau. Fußmarsch von 10 Minuten. Okay, gut. Dann schlendere ich mir mal dorthin. Gemächlich. Früher Nachmittag ist Schläfe. Also so. Ist es so mit? Ja, es ist Mittag, also nicht früher Nachmittag, sondern mittlerer Nachmittag. 4 Uhr oder was? Gut. Ein paar Stunden. So. Ich nehme an, das Fest beginnt ja gleich. Beziehungsweise in den nächsten Tagen ja. Bald. Ja, ich kann es annehmen. Das heißt, die ganzen Leute, die da übernachtet haben, sind jetzt unterwegs. Das heißt, die Zimmer sind jetzt leer. Beziehungsweise da ist jetzt niemand in den Zimmern. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber die Sachen sind trotzdem noch da. Wenn es ein eigenes Zimmer ist, kommt davon. Die kannst du dir auch nur für einen Tag mieten. Ja. Wenn die länger gemietet sind, dann. Muss er gucken? Das Gasthaus ist voll oder eher leer? Zu Mittag. Meinst du jetzt von Leuten her? Ja. Die essen. Von den Leuten. Ja, da Mittagszeit ist, sind die am Mittagessen, ja. Sehr, relativ viele. Ich gehe in den zweiten Stock, wo die ganzen Einzelzimmer sind, nehme ich mal an. Ja. Sehe ich jemanden auf dem Gang? Nein. Wie viele Türen sind auf jeder Seite? Ja, das sind so 5 Zimmer auf jeder Seite vielleicht. Okay, ich gehe zum dritten Zimmer auf der rechten Seite. Wow. Das ist sehr speziell. Das ist der Gemeinschaftsraum! Das ist nicht der Gemeinschaftsraum, oder? Nein. Müsstest du da so schnell laufen? Nein, natürlich. Versuche die Tür aufzumachen. Ist verschlossen. Ich nehme einen meiner kleinen Dietriche. Die Geilen. Die Geilen oder nicht so geil? Sie sind nicht geordnet. Und ich versuche das Schloss zu knacken. Wenn ich was davon mitkriege, kannst du mich ruhig schlagen. Dann bist du ja im Gemeinschaftsraum. Ja. Und ich versuche das Schloss zu knacken. Okay, du hast einmal auf Intuition und zweimal auf Fingerfertigkeit. Zweimal? Schloss knacken habe ich 7.
Das ist eine Menge. Ja. Das ist auch ein Profi. Eine Sache kann er. Bloß knacken. Mhm. Oh mein Gott! Das glaube ich nicht. Also wäre es nicht zugesperrt. Okay, also dann Dietrich passiert nichts und die Tür geht auf, als hättest du einfach zugesperrt. Geiler Tipp. So, ich gehe rein und mache die Tür hinter mir zu. Mhm. Ist jemand im Zimmer? Nein. Liegen der? Einer der Gardisten. Hallo, wollen Sie vielleicht ein Messer kaufen? Ja, wird wahrscheinlich von, mit der Tochter vom Bild. Sehe ich Wertsachen herumliegen? Nein. Ich stecke wieder raus und die Tür. Alles klar. Geh wieder runter in den. So zerstört. Wir machen nichts. Nicht einmal irgendwas, so Tisch oder so, alles schon weg. Ich denke mir, ja, ich schaue mir vielleicht vor der Nachtaktion, ja, schaue ich mir vielleicht noch die Gasse weiter an. Mhm. Gehe in die Gasse und schaue mir die Gebäude so an. Du hast halt dieselben Erkenntnisse wie er, sie. Ja, also ich bemerke nichts. Genau, außer dieses verfallene Haus fällt dir natürlich auf, aber sonst nichts Besonderes. Ja, falls ich die bösen Nachbarn kommen. Die sehen anders. Ich jetzt 20. ja gut, dann gehe ich zurück ins Wirtshaus. Mhm. Nein, da fällt mir ein, es gab noch ein zweites Wirtshaus. Ja. Ich gehe dorthin. Mhm. Gehe zum Wirt. Ja. Den 12. zu Gruß. Den 12. zu Gruß, ich bestelle mir ein Bier. Ist der Herd in dem daneben oder in dem abgefallenen am Rand? Nein, zu dem. Wo du eben schon mal warst. Leopard. Leopard. Ah, okay. Leopard. Ja. Der stinkt. Stinkt, ja. Leopard. Guter Name. Das war auch ein Fehler bei Ihnen, oder? In der Welt? Bestimmt. Sonst würde er das Gasthaus nicht so heißen. Naja, aber es meint schon wegen. Sag noch Preis von einem Bier. Ja, Markus hat mich abgelenkt. Ich weiß. Preis von Bier, 5 Heller, oder? 7 Heller. 7 Heller. Machen wir draus 6 Heller. Wie bitte? Machen wir draus 6 Heller. Tut mir leid, ich verkaufe mein Bier immer für 7 Heller. Moment, in dem anderen kostet es 10. 10. Geht's? Ich kenne so die Gaststube. Ich bin hier für 9 Heller. Nur so lange davor, dann reicht das weg. Ich gehe zu. Also, ich habe den Wirt halt schon gegrüßt und bestelle mir ein Bier. Ich gebe dem Wirt 10 Heller, also ein Silbertal. Mhm. Ja, vielen dem, Dank. Den Rest kann sich behalten, ja. Aber werter Herr, ja, wir kennen uns schon lange, ja. Wer sind Sie? Ja, ich war schon gestern da, können Sie. Habe ich meinen Dolch verkauft, vielleicht noch. Tut mir leid, ich erinnere mich leider nicht an jede einzelne Person, die bei mir einkehrt. Ja, mich erkennt Sie sich. Also gut, Herr Wirt, wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie viel? Kommen viele Leute zu Ihnen? War sicher doch, ich bin voll ausgebucht. Kann ich verstehen. Ja. Es kommen aber auch viele so böse Menschen. Oder? Die Leute, die halt zu viel getrunken haben und sich nicht beherrschen können, oder? Da komme ich schon mit zurecht. Kommen Sie schon zurecht. Wollen Sie einfach aufkommen? Hat er schon ein liebes Trader um alles verkaufen, was er besitzt? Kommen Sie. Nur 20 Silber. Brauche ich nicht, vielen Dank. Silber da. Komm, Sie sehen so gut aus. Ja, ich mache 15 für Sie. 15 Silbertaler, ja, das ist ein Schnäppchen. Bei dem Schmied in Andergast bekommen Sie die für 30. Ich meine, bekommen Sie für den Rabatt, ja. Komm, kommen Sie. 15 Silbertaler. Sobald hier etwas los ist, brauche ich nur meine Gardisten vom Marktplatz zu rufen, dann sind sie sofort bei mir. Ich brauche ja, nicht. Ja, aber die Gardisten zu rufen. 6 Heller dazu. Ja. Warum die Gardisten rufen, wenn sie ihre Leute selber abstechen können? Ja, genau. Aber schauen Sie,